schon extrem ärgerlich. Da macht man sich die ganze Arbeit hier mit seinen Jungpflanzen, um sie dann innerhalb von einer Nacht an Schnecken zu verlieren. Eine Sache, ein Mittel, was da hilft, dass das hier so ein Schneckenkragen. Und die verwende ich jetzt im zweiten Jahr, habe einiges an Erfahrung gesammelt, habe eine ganze Menge rum experimentiert und mit Leuten gesprochen, die die noch länger verwenden. Denn man kann tatsächlich einige Sachen falsch machen und ein paar andere Sachen besser, damit die halt noch effektiver gegen Schnecken wirken. Und darum geht's heute. Jetzt muss ich fairerweise dazu sagen, in diesem Garten habe ich nicht so den extremen Schneckendruck wie einige andere von euch. Ich kriege ja von euch ständig Fotos zugesendet, so, wo ihr dann mit so kleinen Eimern nachts durch den Garten geht und Schnecken absammelt. Und der Eimer ist dann voll mit Nacktschnecken. So schlimm ist es hier nicht, aber auch ich habe Schnecken. Ich habe Schneckenschäden und im letzten Jahr konnte ich hier erfolgreich mitarbeiten und mit denen, die mir die Fotos geschickt haben, habe ich auch mal gesprochen oder geschrieben und auch die verwenden diese Kragen recht erfolgreich. Die Wirkungsweise von so einem Kragen ist relativ einfach. Der Kragen kommt schon bei der Pflanzung oder kurz danach direkt über die Pflanze, wird leicht in die Erde reingesteckt. Die Schnecke, die hier hochkriechen will, schafft das auch noch, aber nicht über diesen Überhang und das ist auch zu gefühlt 95% sicher. Hin und wieder hat es eine irgendwie reingeschafft, vielleicht auch wenn zwei versuchen gleichzeitig hier hoch zu klettern und die eine kriecht dann über die andere oder manchmal sind ja auch Schnecken im Boden drin, aber in der Regel ist das schon sehr sicher. Eine Frage, die sehr häufig gestellt wird, ist, was ist eigentlich der Unterschied zwischen denen aus Kunststoff und denen aus Metall. Ja, die aus Metall sind etwas teurer, dafür aber auch langlebiger und man hat, wenn man das halt nicht möchte, keinen Kunststoff im Garten. Die sind verzinkt und der hier war den ganzen Winter draußen und hier sind keine Spuren von Rost zu sehen. Bei denen aus Kunststoff, die gibt es zum Beispiel hier in, naja, transparent sind die nicht so milchig und grün. Da außer dem Aussehen konnte ich nicht irgendwie einen Unterschied erkennen, dass die Pflanzen in den einen besser wachsen als in den anderen. Das ist wohl nur Geschmackssache. Dann generell die Frage nach der Haltbarkeit. Ja, bei dem aus Metall mache ich mir hier gar keine Gedanken. Bei dem aus Kunststoff, da ist es ja immer so, in Kunststoff sind in irgendeiner Form Weichmacher drin. Und im Sonnenlicht, im UV-Licht, da wird der Weichmacher zersetzt und irgendwann werden die so bröselig. Und dann sollte man sie auch spätestens dann entsorgen. Ich habe jetzt ein Experiment gemacht und zwar den so verwendet, wie man den gar nicht verwenden soll. Nämlich seit letztem Frühjahr steht der hier ununterbrochen draußen. Den ganzen Sommer, den ganzen Winter und jetzt im Frühjahr. Und ich kann nicht erkennen, dass das Kunststoff hier irgendwie spröde wird. In der Regel solltet ihr den so lange verwenden, wie die Pflanze den Schutz braucht, dann nehmt ihr den ab und dann kommt das wieder in den Gartenschuppen, also raus aus dem Sonnenlicht und dann halten die auch, denke ich mal, einige Jahre. Aber das habe ich natürlich nicht ausprobiert oder ausprobieren können, da ich die erst seit letztem Jahr verwende. Wo wir beim Thema sind, wie lange bleibt eigentlich so ein Schneckenkragen um die Pflanze? Naja, bei mir nicht die ganze Kulturzeit und auch eigentlich gar nicht so lange. Nehmen wir das Beispiel Salat. Der Salat wird gepflanzt und der Kragen bleibt so lange da drum, bis ich den noch bequem runternehmen kann. Und dann wird der Salat, der soll eher nicht so zylinderförmig irgendwie nach oben wachsen, sondern sich schön ausbreiten und dann kommt halt der Schneckenkragen weg. Genau dasselbe bei Zucchinis oder bei Gurkenpflanzen, bei Kohl ganz genau dasselbe. Wobei bei Kohl könnte man ihn theoretisch auch stehen lassen, weil der wächst ja so schön hoch. Und wenn ihr auch später bei euren größeren Pflanzen immer wieder Probleme mit Schnecken habt, dann solltet ihr den vielleicht doch stehen lassen. Und da ist dann wegen der Haltbarkeit so ein Metallschneckenkragen besser, weil der ist dann natürlich länger dem UV-Licht ausgesetzt. Das hier ist wohl der wichtigste Tipp überhaupt. Wenn ihr einen Schneckenkragen nehmt, den einfach so in den Boden rein dreht, dann
habt ihr später wahrscheinlich ein Problem, weil die Erde hier, also die normale Gartenerde, die mag jetzt super locker aussehen. Vielleicht sieht es auch so aus, dass hier einige Stöckchen drin sind und so, aber das reicht nicht, denn wenn der Schneckenkragen hier drin ist, es regnet rein oder ihr gießt hier mit der Gießkanne rein, dann steht das Wasser kurz und dann verdichtet sich der Boden. Und je nachdem, wie hoch eure Ton- und Lehmanteile im Boden sind, wird das richtig fest. Und das ist dann natürlich nicht gut. Es kommt so weniger Luft an die Wurzel. Und je nachdem, wenn ihr später dann den Schneckenkragen entfernen wollt, hebt ihr so eine ganze Erdscholle mit hoch und je nachdem auch die Pflanze, die gerade angewurzelt ist. Um das zu verhindern, lockert die Erde richtig gut und dann arbeitet ihr ein bisschen organisches Material hier rein. Ich habe hier Stroh, ich habe hier frische Beinwellblätter, die wachsen eh sehr viel hier. Ihr könnt aber auch irgendwas anderes nehmen, Hauptsache natürlich ohne irgendwelche Samen dran. Und dann durchmischt ihr das richtig gut. Setzt die Pflanze dann hier rein, je nachdem natürlich noch Dünger, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann kommt der Schneckenkragen drauf. Und wenn ihr jetzt reingießt, trifft das Wasser nicht auf die reine Erde. Die Erde wird dann nicht so komprimiert, kann besser ablaufen und ihr habt hinterher nicht so einen Tonknubbel. Einfach jetzt hier mulchen. Das geht natürlich auch. Auch das verhindert nochmal, dass das Wasser zu schnell verdunstet. Aber das hilft später nicht dabei, dass die Erde nicht verklumpt. Also organisches Material mit in die Erde einarbeiten. Der nächste Fehler, der sieht so aus. Ihr habt hier neben schon größere Pflanzen oder ihr lasst rechts und links später das Unkraut wachsen. Hier denkt ihr, ach, da passt doch noch was dazwischen. Schneckenkragen rein. Und schon habt ihr eine Brücke. Hier kann problemlos von dem Salat über das Blatt eine Schnecke hier reinkriechen. Andersrum geht es natürlich auch. Etwas schwer hier zu zeigen, weil der ist noch zu klein. Aber wären die Blätter jetzt größer, würden hier runter wachsen, hättet ihr schon wieder eine Brücke generiert. Und sollte wie hier die Erde zu hoch sein, ist auch das eine Brücke, einfach wegmachen. Und was das Unkraut betrifft, ja, auch da können Schnecken hochkriechen. Hier zwischen immer so Stege lassen, dass man noch mit seinem Rechen da durchkommt. Oder ihr müsst es halt alles per Hand machen. Die nächste Frage bezieht sich auf so einen Schneckenkragen aus Metall. Und zwar, die sind ja eigentlich wie so ein Brennspiegel und Pflanzen müssen doch in der Sonne da total drin verbrennen. Und glaub mir, ich habe mir im letzten Sommer die größte Mühe gegeben, mal einen Hitzeschaden bei einer Pflanze hervorzurufen. Letzten Endes habe ich es auch geschafft, aber jetzt nicht so, wie sich das viele vorstellen, nämlich, dass die Pflanzen da drin verbrennen oder irgendwelche Superschäden bekommen. Es waren Salatpflanzen, die sind ja eh etwas empfindlicher und die Blätter, die hier auf dem Metall lagen, sind vertrocknet. Das war es, die Pflanze ist hinterher weiter gewachsen. Dass jetzt hier das Herz irgendwie verkocht von der Pflanze, also ganz ehrlich, ich habe es nicht geschafft. Dann habe ich was ausprobiert, ich habe trockenes Gras hier reingemacht. Ich bilde mir ein, ich kann es nicht sagen, ob diese Beobachtung wirklich immer der Wahrheit entspricht oder immer gilt, dass dann diese Hitzeschäden nicht mehr auftraten. Vielleicht, weil sich das Metall durch den Mulch weniger aufheizen konnte. Natürlich darf es nicht hier außen sein, denn sonst kommen wieder Schnecken rein. Der Salat hier wurde im letzten Spätherbst gepflanzt. Da war der so winzig klein und über den Winter, ganz viele Sachen sind erfroren, der nicht. Wintersalate sind einfach super. Und im Frühjahr, es blieb ja sehr lange sehr kühl, dieses Frühjahr, habe ich einen Schneckenkragen drum gemacht und hier so einen Treibhausdeckel. Und dann haben die richtig angefangen, Gas zu geben. Und ich finde das super praktisch, weil dann hat man noch eigentlich einen doppelten Nutzen von diesen Kragen hier.
Ich finde, so ein Schneckenkragen ist schon eine sehr sinnvolle Maßnahme, denn es ist ja schon extrem ärgerlich, wenn irgendwas die eigene Ernte dezimiert oder vielleicht sogar ganz vernichtet. Und ich denke, vielleicht hilft es den einen oder anderen Leuten, auf Schneckenkorn zu verzichten, weil es gibt so viele Schneckenarten und ganz viele gehen gar nicht an unsere Nutzpflanzen dran, sondern haben einen wichtigen Stellenwert, eine wichtige Aufgabe in so einem Ökosystem. Naja, das wär's mit diesem Video. Wie immer sage ich, hat es euch gefallen, gebt ihm einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare, empfehlt sehr gerne diesen Kanal weiter und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.